freuen Sie sich auf das Promi-Duell, das alle zum Schwitzen bringt. Mach ihm doch nicht so einen Druck. Das ist doch schlimm genug. Das habe ich mittlerweile verstanden, wie das hier läuft. Ich finde Druck super. Typisch das NRW-Duell. Nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr. Herzlich willkommen zum NRW-Duell. Der 1Live-Moderator Thorsten Schorn. Und habt ihr euch gut und ausreichend auf dieses Duell vorbereitet, nochmal alle Staus abgefahren und in Ruhe die Landschaft angeschaut? Rainer und ich, wir haben eben noch 5 Schokoriegel zusammen gegessen. Und das ist die perfekte Vorbereitung. In der Tat. Und Barbara und ich, wir haben festgestellt, wir sind auf die gleiche Schule gegangen. In Pulheim. Nur habe ich den Abschluss gemacht. Ich dann später in Bad Oeynhausen, ja? Wir haben ein Foto von Thorsten Schorn. Ja. Und dieses Foto zeigt uns eindeutig, was er gemacht hat, bevor er 1Live-Moderator war. Das war zu der Zeit, als Barbara bereits ihren Abschluss hatte. Ja, und der Thorsten machte damals Werbung für Zwieback, glaube ich, oder? Er war großer Udo Jürgens-Gruppi. War halt meine erste Platte. Er ist ein leidenschaftlicher Freibadgänger, vor allem bei schlechtem Wetter. Und er hat Europa noch nie verlassen. Bitte? Moment. Namen und Daten. Moment. Namen und Daten. Das suche ich doch jetzt für Sie aus. Ja, richtig. Ja. Ihr könnt das auch unter. Ich kann auch wieder mich da hinsetzen. Mit den Daten, das ist auch nicht. Ja. Ich dachte, ich soll hier die. Warum, genau? Marie-Louisa 2 Punkte und der Thorsten Schorn noch keinen. Oh. So. Kannst du aber ändern, weil du kriegst leider auch eine Frage. Die Kategorie wird allerdings von Marie-Louisa ausgesucht. Sie gestern. Sucht ja alle Kategorien aus. Das habe ich mittlerweile verstanden, wie das hier läuft. Was war Voraussetzung, um dem 1961 in Köln gegründeten ersten KGC beizutreten? War es ein Kugelbauch, eine Knollennase oder eine Glatze? Wofür steht nochmal KGC? Das ist eine gute Frage, ne? Ja. Das ist die nächste, die stelle ich dann gleich. Nee, weiß ich nicht weiter. Ja, dann wirst du wohl dann raten müssen, glaube ich. In Köln. 1961 ja. In Köln. Der erste Kölner GC. C ist Club. Erster Kölner ja, Glatzenclub kann das ja, nur sein. Ja, Glatzenclub würde ich auch sagen. Marie-Louise. Ja. Thorsten Schorn gibt Gas und verkürzt auf 1:2. Na, wovon hat er keine Ahnung? Der Jungspund. Sagen wir mal Wissenschaft und Technik. Wissenschaft und Technik. Der ist 1Live-Moderator, der sitzt vor so einem Mischpult, aber wir nehmen das. Ja, welches Institut gibt es in Siegen? Das Institut für Langeweile? Das Institut für Männerdiskriminierung? Oder das Institut für angewandtes Nichtwissen? Tja, Thorsten, das also klingt das doch alles Institut spannend, oder? Das Institut für Langeweile vermute ich eher so in der Region Bielefeld. Ich nehme mal das Institut für angewandtes Nichtwissen, das gefällt mir. Das würde ich besuchen, wenn es das gibt. Was meinst du denn, was in so einem Institut für angewandtem Nichtwissen gelehrt wird? Ja, Sachen, die man nicht unbedingt wissen muss. Dass Nordrhein-Westfalen sich von Norden nach Süden 243 Kilometer ausstreckt, von Osten nach Westen 252. Ha, der Streber hat gelernt, oder was meinen Sie? Ich warte auf diese Frage. Bravo! Schön. Ich habe das mal live gesehen in Unna, das ist fantastisch. Er zieht morgens los um 8:30, glaube ich. Ja. Und dann durch ganz Unna durch mit seinem Bollerwagen und da laufen Holländer hinterher. Man, da, 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 da. Jetzt mitfahren. So. Insgesamt werden 3 Fragen gestellt. Am Ende ist einer Sieger unseres NRW-Duells. Ach, du willst Wasser von mir? Ja, ja, ja. Ich dachte, du wolltest anstoßen. Ha. Nee, ich war. Jetzt. Prost. Ich nenne euch die erste Kategorie: Religion und Kirche. Jetzt bin ich besonders gespannt, wie ihr den Gegner einschätzt. Ja. Ha. Und Thorsten. Mhm. So, die Frage lautet: Welcher der beiden Türme vom Kölner Dom ist höher? Ist es der Südturm, der Nordturm oder sind beide gleich hoch? Bitte gebt jetzt eure Antwort ein.
nicht, ob man das durch Nachdenken lösen kann. Hast du schon gedrückt? Ich habe gerade. Ja, Barbara ist schon längst fertig. Wir warten eigentlich nur noch auf dich. Ich überlege gerade, wenn ich von Deutz aus neben der Hohenzollernbrücke auf den Dom gucke, dann habe ich links den Südturm, rechts den Nordturm. Und ich meine, der rechte wäre höher, also drücke ich auf Nordturm. Man sieht hier auf diesem Foto ganz eindeutig, dass der Nordturm 7 Zentimeter höher ist als der Südturm. Die Japaner glauben übrigens immer noch, dieses Baugerüst gehört zur gotischen Baukunst. Das glauben die Japaner. Ja. Ja. So. Einmal nicht, noch einmal nicht und noch einmal nicht. Danke, ja. Frau Dr. Ehlichmann. Das heißt, Barbara Leider. Ehlichmann Pech gehabt. Hat Thorsten Schorn nicht ein einziges Mal richtig eingeschätzt. Ja. Ich werde oft unterschätzt. Und zwar immer von mir. Ja. Hast du sie einmal richtig eingeschätzt, hast du gewonnen. Ich habe sie nicht einmal richtig eingeschätzt. Nicht einmal? Dreimal. Kannst du dir das merken? Bist du sicher? Dreimal wusstest du das? Ich frage sicherheitshalber nach. Also, wie oft hat Thorsten Schorn Barbara Ehlichmann richtig eingeschätzt? Bitte. Einmal, zweimal, dreimal. Super! Bravo! Komm zu mir nach vorne. So. Die hätte ich auch gut. Thorsten, jetzt musst du uns bitte noch eben verraten, für welchen guten Zweck hast du die 3000 Euro gedacht? Also erstmal bin ich froh, es hat mir doch Glück gebracht, dass ich vor der Sendung noch in einen Schlumpf getreten bin. Hier. Schön, das ist praktisch. Und das Geld. Freut sich Adidas. Das, das Geld geht für die Aktion Sense für Pence. Ist Sense eine Aktion aus Pulheim, initiiert vom Karnevalsverein Blau-Weiß-Sinnersdorf. Es ist für Kinder bis 16 Jahre alt, die aus finanziell schwachen Familien kommen und es sich nicht leisten können, zum Sportverein zu gehen, in der Schule bei gewissen Aktionen mitzumachen, weil da sie hilft Geld Sense dafür for nicht Pence. Haben richtig. Und Sense für Pence springt dann ein. Finde ich wunderbar. Eine gute Sache. Das ist eine klasse Idee. Wir haben 3000 Euro an einen wunderbaren Zweck verteilt.